Hallihallo und willkommen zurück auf dem Kanal AFK, alles furchtbar kommentiert. Ich bin der Alex und heute spielen wir das Spiel Alien Cube. Ja, das Spiel ist ja nicht unbekannt auf unserem Kanal. Ich habe ja schon damals die Demo angezockt und das hat uns mit einem unfassbaren Plot-Twist hier rausgeworfen aus dem Spiel. Und jetzt ist es endlich soweit. Jetzt möchte ich endlich das Spiel spielen. Ich habe auch Zeit, ich nehme mir auch Zeit. Und nun werden wir das Rätsel um The Alien Cube lösen. Vielleicht noch eines vorab. Das Spiel ist von einem einzigen Mann programmiert worden. Das heißt, wenn es Ungereimtheiten gibt, sei es Grafik, Bugs oder sonst irgendwie so Kleinigkeiten. Also wir sind so weit weg von einem AAA. Es ist einfach ein Indie-Projekt von einem sehr engagierten Spieleentwickler. Das heißt, da verzeihe ich einiges an Fehlerchen oder sonst irgendwas, was es geben kann. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus. Also die Rezensionen waren alle sehr positiv. Also ich vermute mal, wir werden hier sehr viel Spaß haben. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal los. Wir spielen in der Ego-Perspektive und erleben dann unsere Abenteuer. Ich sage, wir machen ein neues Spiel. Tada! Ich möchte ein neues Spiel starten. Blinds, das Ereignis. Ich glaube, die größte Barmherzigkeit dieser Welt ist die Unfähigkeit des Menschenverstandes, alles Sinnvolle zueinander in Beziehung zu setzen. Wir leben auf einer friedlichen Insel der Ahnungslosigkeit inmitten schwarzer Meere der Unendlichkeit. Und es war nicht vorgesehen, dass wir diese Gewässer weit befahren sollen. H.P. Lovecraft. Mit H.P. Lovecraft, da kann man ja zwiespältig sein. Aber da können wir vielleicht noch näher drauf eingehen, wenn das in die Mitte ruckt. Also gehe ich mal davon aus, dass es wieder so ein bisschen so Lovecraft Cthulhu-mäßig wird, das Spiel. Und da sind wir schon. Oh. Und wir sind nicht alleine. Where am I? What am I doing here? Ja, das ist eine sehr gute und berechtigte Frage. Das würde ich mich nicht jetzt auffragen. Was zum Teufel mag ich hier? Und wer ist der Zimmergenosse von uns? Und wo sind wir? Also, wo wir sind, ist, glaube ich, klar, in einer Höhle. Ach, sehr bequem. Ohne Matratze, wer braucht das schon? Völlig überschätzt. Untersuchen. Wie kam ich hierher? Was ist das für ein Ort? Ah, okay. Er spricht das nicht selber, ich muss das sprechen. Na gut. Oh, schick. Ja, so eine Statue habe ich auch in meiner Wohnung. Ist immer ein Hingucker. Oh. Was ist das für eine Kreatur? Der Anblick lässt mich erschaudern. Ja, zu Recht, zu Recht. Was ist mit dir, Kollege? Kriege ich dich da irgendwie runter? Ich kann hüpfen? Ja, ich kann hüpfen. Dann hüpfen wir mal dahin. Ich kann mit ihm nichts machen. Er bewegt sich auch nicht mehr. Ich glaube, so ganz so viel kann ich mit ihm auch nicht mehr machen. Wasser. Wir haben einen Altar. Der Mann auf dem Bild bin ich. Wie ist das möglich? Was ist das für ein Ort? Ja, das sieht so aus, als ob da so rechts in dem Bild so ein Aquädukt wäre. Oder sind das einfach nur zerstörte Gebäude? In der Mitte könnte eine Fabrik sein. Alles sehr merkwürdig. Auf jeden Fall haben wir hier so ein Altar. Spiel speichert schon, das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen. Dass ich, das heißt, ich kann jetzt schon sterben. Oh. Von hier aus kann ich nach draußen sehen, aber der Riss ist zu klein, um durchzukommen. Ich muss einen anderen Ausweg finden. Ja, okay. Dann finden wir jetzt wohl mal einen anderen Ausweg. Hallo? Jemand da? Juhu.
Das sollte man vielleicht nicht machen, oder? Wenn man in so einer gruseligen Höhle aufwacht. Erstmal so rumschreien, hallo, ich bin da. Das da unten sieht nicht gesund aus. Hier überall sind Kerzen also stehen Kerzen rum. Soll das uns den Weg zeigen? Wofür sind diese Zahnräder? Es scheint, als würden sich hinter dieser Mauer eine riesige Maschinerie befinden. Aha. Also sind wir gar nicht in der Höhle? Nee, wir sind auch nicht in der Höhle. Das sieht aus. Das ist ja bearbeitet. Das sieht aus wie. Naja, eine Ruine. Oder irgendwas in die Höhle reingebaut. Aber da haben wir doch eine Tür. Ein Mechanismus, den ich möchte. Das funktioniert nicht. Es scheint ein Zahnrad zu fehlen. What was that sound? Die Frage ist nicht, was war das für ein Sound, sondern bleibt der Sound da, wo er ist, oder kommt er uns gleich besuchen? Hallo? Sind wir alleine? Knusper, knusper, Knäuschen. Er knuspert in seinem Häuschen. Ah, das sieht aus wie Eier. Ih, sind wir in irgendeinem Nest? Wollen wir mal gucken, ob da hinten irgendwas ist noch? Also ich meine, vielleicht ist hier einer zu Besuch. Sieht alles leer aus. Kollege hängt auch noch rum. Hallo? Möchte ich da runterspringen? Mal erkunden? Ich möchte nicht runterspringen. Da unten sieht es nicht gut aus. Da unten geht es auch nicht weiter. Ach, welch Wunder. Das Zahnrad ist herausgesprungen. Kabumm. Ja dann, setzen wir doch das Zahnrad ein und machen die Fliege, und zwar schleunigst. Kein Ding in der Nähe, perfekt. Ja, grüß Gott. Was für ein Kontrast. Das ist hier die dunkle Höhle, in der wir nicht mehr reinkommen. Tür ist offen, das ist perfekt. Kann das Monster auch raus oder was auch immer hier ist? Ach, ist das schön entspannend. Leertaste springen wir, das kriegen wir hin. Ach, du das gut. Ah, oh, schöne Musik auch. Ich wollte gerade fragen, ist das irgendwie so ein Material, was man abbauen kann? Sind da hinten so Mauern? Oh, ach nee, ist das ein Schatten? Nee, warte mal, da ist doch was. Was ist denn das? Was zum Henker ist das denn? Ich habe ein Geheimnis gefunden. Was mache ich mit dem Geheimnis? Ich habe eine Statue gefunden. Okay. Aber andererseits, solange ich was finde und irgendwas nicht mich findet, ist das eigentlich eine sehr gute Konstellation. So, vielleicht noch so als Randnotiz, das Spiel muss wohl nicht allzu lange dauern. Also wir sollten da zügig, glaube ich, durchkommen. Vorausgesetzt, ich stelle mich nicht ganz doof an. Ich befürchte, wenn ich hier runterspringe, ist es so ein Weg ohne Wiederkehr. Hm? Okay, haben wir gemacht. Kann ich mich ducken? Nee. Ich kann rennen. Rennen kann ich. Oh, oho. Moment mal.
Rechts das Aquädukt. Das könnte doch diese Fabrik sein auf dem Foto, was wir gemeint haben. Moment, sind wir so in der Nähe von diesem Foto? Kann mich nicht. What's going on? Oh my God! No, no, no! Tja, somit ist es mit der Ruhe vorbei. Was war das? Ich höre Stimmen. Hallo? Man sieht fast nichts. Das hier ist die Abschutzstelle, glaube ich. Man tut es mutigen Sprung darüber. Da soll ich nicht rüber. Wo soll ich denn hin? Ah, überall diese Stimmen. Oh, da leuchtet was. Oh, ist das dieser Alien Cube? Was I dreaming? Oh. What time is it? Was für ein wunderbarer Traum. Du träumst, dass du in einer finsteren Höhle aufwachst mit irgendeiner Kreatur da drin und dann fällt noch irgendwas vom Himmel an Alien-Technologie. Ach, ich stehe auf deine Träume. Was haben wir denn hier? Ah ja, okay. Man kann nichts ankrabbeln. Oh, wie schwer bin ich denn? Ich komme nicht hin, mein Dickkopf blockiert. Wenn ich runtergucke, komme ich nicht an die Wand. Ah, Dreh-Schick. Landschaftsfotos. Muss man in der Wohnung haben. Sieht so aus, ob er jetzt irgendwie eingezogen ist. Clove? Schalter. Kann ich mich anziehen? Ja gut, dann gehen wir erstmal raus. Benutze Tür. Oh, schick. Was? Ach, ich mache hier Tagebucheinträge. Heute Nacht schreibe ich erneut in mein Tagebuch in der Hoffnung, dass es mir dabei hilft, einzuschlafen oder Frieden zu finden. In den Nächten plagt es mich, dass ich immer häufiger ganz plötzlich aus unerklärlichen Gründen aufschrecke. Schweißgebadet und schrecklich müde habe ich unmittelbar danach das unangenehme Gefühl, dass ich etwas Verstörendes erlebt habe, an das ich mich nicht mehr erinnere. Das könnte auch alles auf die jüngsten Ereignisse zurückzuführen sein. Die Trennung von Jenny, der Umzug und schließlich das Verschwinden meines Onkels Edgar. Insbesondere Letzteres muss sich angesichts der Unklarheiten des Sachverhalts mehr beschäftigt haben, als ich dachte. Uiuiui, du schreibst aber ganz schön... Interessante Sätze in einem Tagebuch. Also Satzkonstellationen. Was die Zeitung berichtet, ist in der Tat sehr seltsam. Nur Gott weiß, was mit ihm passiert ist. Mein neues Zuhause hat nicht dazu beigetragen, meine Situation zu verbessern. Vielleicht ist es einfach zu früh. Ich brauche mehr Zeit. Das stimmt, aber cool zeichnen kann er. Respekt. Weiß zwar noch nicht so ganz genau, was er da zeichnet, aber es sieht gar nicht mal schlecht aus. Komme ich jetzt da wieder raus? Ah, wir jotten uns wieder raus. Die
Abstellbügelkammer. Ich mache es mal überall Licht an. Das ist mir immer sympathisch. Und warum hast du das Fenster hier abgedeckt? Das war ein sehr enger Raum zum Bügeln. Da hätte ich ja voll Bock drauf. Und das Licht flimmert. Ach, die einsame kleine Glühbirne. Das. Können wir hier was machen? Hier ist so eine Art... fehlt ein Telefon eigentlich. Wir machen überall Licht an. Ich mag bei solchen Spielen sehr viel Licht haben. Milch, Eier, Saft, Seife und Rattengift. Na klasse. Und ich soll Peter zurückrufen. Machen wir. Wer auch immer du bist, essen. Essen ist schon mal eine sehr gute Idee. Wir essen uns ja erstmal alles durch. Hallo, da ist doch Brot. Will ich essen. Wer legt denn das Brot so hin? Das ist doch total doof. Das trocknet doch gleich alles ein. Aber ist es jetzt... Also es ist rustikal, aber es ist jetzt nicht so unfassbar unschön. Ist jetzt nicht unbedingt mein Stil, aber es ist okay. Ach, ja, okay. Nenn ich schalten. Also auf die Toilette müssen wir nicht. Was ist das für ein Klopapier? Warum ist das so... Das ist jetzt cool geriffelt. Nur das Beste für meinen Hintern. Bin ich so klein oder ist die Wanne so riesig groß hoch? Also ich merke schon, also Klopapierprobleme wird der Junge nie kriegen. Aha, also ich kann hier... Oh doch, ich kann hier was machen. Ich kann nicht aufhören, über diesen Traum nachzudenken. Es war, als würde mich dieses seltsame Objekt rufen. Ich fühle einen tiefen, ursprünglichen Instinkt, der mich beunruhigt. Who's at the door? Oh, it's probably the postman. Ja, bestimmt ist es nur der Postman. Okay, der ist wirklich erst eingezogen. Er hat sich auch getrennt von Jenny, also seiner Freundin anscheinend. Der Umzug war anstrengend. Ich muss mich noch um so viele Dinge kümmern. Ja, bevor wir jetzt hier zum Postmann gehen. Telefon! Ich sollte Jennifer anrufen, aber nicht jetzt. Heute möchte ich einfach nur entspannen. Na gut. Aber das ist auch so ein bisschen Fan von sehr viel Krimskrams, du. Was haben wir denn hier? Mein Kassettenrekorder. Ohne den gehe ich nirgendwo hin. Okay. Natürlich gehst du ohne deinen Kassettenrekorder nirgendwo hin. Also wir scheinen ja so ein bisschen so in den... Ja. Also, ich würde jetzt mal sagen, Ende 90er, Anfang 2000er uns aufzuhalten, wenn ich mir so die Tastatur, den Monitor, den Computer so anschaue, könnte es so hinkommen. Ja, lass es 2003, 4 sein, 5. Auch das mit diesen Boxen. Wie klein ist denn die Dose? Die ist ja niedlich. Das ist mein neuer Computer. Es hat mich ein kleines Vermögen gekostet. Dadurch kann ich jedoch häufiger von zu Hause... Was? Arbeiten. Ja, okay. Oh, da, hier. The Land of Paint. Das ist ein Erstlingswerk, also von dem Programmierer. Da könnte man, wenn uns das Spiel gefällt, ja auch mal reingucken. Aber jetzt machen wir erstmal das Autoschlüssel. Wir packen uns die Autoschlüssel ein. Das ist sehr gut. Die Uhr. Die Uhr, die Jenny mir vor vielen Jahren geschenkt hat. Sie funktioniert nicht mehr, aber ich behalte sie als Erinnerung an sie. Okay, also er scheint ja immer noch seine Freundin sehr zu mögen. Warum ist ihr Spielzeug? Hatten die Kinder oder haben die Kinder? Das ist meine Sammlung alter Bücher. Ich muss sie noch in mein Bücherregal einsortieren. Ja, okay. Ich frage mich nur, warum ich das hier so... Naja, gut. Er nimmt ja auch überall seinen Kassettenrekorder mit, ne? Ist ja auch wichtig. Ich glaube, wir gehen mal zur Tür. Und schauen mal, was der Postmann für uns hat. Ein Brief.
Edgars Brief. Arthur, mein lieber Neffe, wenn du diesen Brief liest, bedeutet das, dass ich tot bin. Ich gab meinen engen Freund die Anweisung, dir diese Nachricht zu überbringen, falls mir etwas Schlimmes passieren sollte. In den letzten Jahren haben wir den Kontakt zueinander verloren. Das weiß ich und es tut mir leid. Mein Leben hat sich sehr verändert und ich bin nur ein Schatten des Mannes, den du kanntest, als du ein Kind warst. Ich weiß, dass es schwer für dich war, nicht zu wissen, wer deine Mutter war. Besonders nach dem Tod deines Vaters. Ich war nicht immer für dich da, aber ich habe eine schwere Phase hinter mir. Ich hoffe, du kannst mir verzeihen. Wie du weißt, war ich nie verheiratet und hatte auch nie Kinder. Deshalb habe ich beschlossen, dir all meinen Besitz zu überlassen. Auch wenn das nicht viel ist. Dein Erbe besteht aus meiner Wohnung, dem und der alten Hütte in den Bergen, die früher deinen Großeltern gehörte. Das ist alles, was ich noch habe. Die Wohnung befindet sich im Gebäude Nummer 13 in der Oldwood Street in Winter Falls. Es ist ziemlich alt und in schlechtem Zustand, aber ich konnte mir nichts Besseres leisten. Unter meinen Sachen findest du wahrscheinlich einige Dinge, die für dich keinen Sinn ergeben. Ich bitte dich, alles einfach fraglos wegzuwerfen. Ich beziehe mich insbesondere auf meine Manuskripte. Sie sind sehr persönlich und wie du vielleicht erfahren hast, war das Schreiben in meinen dunkelsten Tagen mein einziger Trost. Ich bitte dich daher, sie nicht zu lesen und dich nicht mit meinen Nachforschungen zu beschäftigen. Werde alles los, damit nichts gefunden werden kann. Du findest den Wohnungsschlüssel in diesem Umschlag. Tu, was du willst, aber ich bitte dich, meinen letzten Wunsch zu respektieren. Ich hab dich immer geliebt, mein Onkel Edgar. Wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Ach so. Es ist ein Brief von meinem Onkel Edgar. Er scheint, dass er mir seine alte Wohnung in der Stadt überlassen hat. Damit hätte ich nicht gerechnet. Aber ich gehe sofort dorthin. Ja, Moment. Sofort, so schnell schießen die Preußen aber auch nicht. Ich muss mal ein bisschen grinsen. So oft, wie er gesagt hat. Mach keine Nachforschung. Verbrenn alles. Guck's dir gar nicht an. Ignoriere alles. Zwinker, zwinker. Guck's dir bloß nicht an. Es ist nicht gut für dich. Bloß nicht. Also nochmal, nur damit es wirklich klar ist. Guck es dir nicht an. Ja klar, gucke ich mir das nicht an. Oh, was? Kleidung wechseln? Ja, ich bin im Oh, ich sehe meine Füße. Oh, welch schöner Zeh. Ja, dann ziehen wir uns erstmal um. Na, wie schick bin ich? Ich habe alles, was ich brauche. Jetzt kann ich gehen. Ja, wunderbare Schuhe, eine schöne Jeanshose und den Rest müssen wir uns vorstellen. CD-Sammlung. Ja, ja, so war das früher. So war das früher. Okay, sonst haben wir hier gar nichts, ne? Also wir können jetzt einfach losmarschieren, so wie das aussieht. Dann gehen wir jetzt zu unseres Onkels Wohnung. Ich dachte, das ist die Wohnung des Onkels. Okay, haben wir uns getäuscht. Ja klar, ein Klassiker. In jeder Wohnung muss so ein 0815 Standardbild von einem Hund sein. Kann ich den irgendwie einpacken? Nö. Ich kann ihn nur wieder liegen lassen. Ich komme auch gar nicht mehr raus. Ach doch, mit rechter Maustaste. Ja, gut, dann gehen wir doch mal zu Onkels Wohnung. Es wird eine lange Fahrt. Edgars Wohnung ist viele Stunden entfernt. Ja, dann fahren wir mal los. Kapitel 2, das Apartment. Onkel Edgar ist vor einer Woche verschwunden und nun erreicht mich der Brief von ihm und ich erfahre, dass ich sein einziger Erbe bin. Es ist ewig her, seit ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Ich war noch ein Kind, aber es scheint ihm so viel bedeutet zu haben, dass ich das nicht so schnell lesen kann. Achso, ich kann weiterlesen. Dass er mir all sein Besitz vermacht hat. Die letzten Jahre habe ich ihn nie gesehen, wohin er gezogen ist. Nachdem ich nun viele Stunden gefahren bin, habe ich endlich mein Ziel erreicht. Die im Brief angegebene Adresse führt mich hierher, um dieses alte Gebäude im schlimmsten Viertel von Winter Falls
Die Wohnung sollte sich in der oberen Etage befinden. Ja dann. Auf, auf! Oh. Ja, okay. Alone. Allein, allein. Was? Achso. Oh Gott, erschreck mich doch nicht. Jetzt erschrecke ich mich von so einem blöden Getränkeautomaten. Wieso nehme ich denn die Dose nicht auf? Immer gut, ein bisschen Getränke hier zu haben. Oh. Ja, da halt hier. Es ist ein Schwell von Hoffnung, von ach, guter Laune hier. Benutze Tür? Das ist nicht die richtige Wohnung. So die richtige Wohnung. Das ist nicht die richtige Wohnung. Was sind das hier für Bilder an der Wand? Das ist auch nicht die richtige Wohnung. Und warum ist hier eine... Ach, wisst ihr was? Ich mache mir darüber gar keine Gedanken. 13. Das ist die richtige Wohnung. Aber wir gucken uns das mal an, warte, um. Nope. Da ist ein Gartenzwerg. Den sehe ich. Kein Sammelobjekt. Aber hier. Warte mal. Hä? Das ist nicht. Was ist das? Ich habe ein Geheimnis gefunden. Die Statue. Da bin ich aber froh. Halt, Moment, kann ich da rein? Nein. Na gut, dann gehen wir mal in Wohnung 13. Da sind wir. Das ist Edgars Wohnung. The lights were on all this time. Alles klar, auf Wiedersehen. Mach, was du willst, ich bin hier raus. Ich habe da überhaupt keinen Bock jetzt reinzugehen. Ich habe da keine Lust rein zu müssen. Ach Mann, Spiel. Ich bin nicht für solche Spiele geschaffen. Ich lasse die Tür mal auf. Ja, natürlich ist die Leitung tot. Ja, eine finstere Wohnung. Ja, wer braucht sie nicht? Ihr Lichtschalter. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie hast du gelebt, Onkelchen? Ein bisschen Tapet. Wieso soll ich... Überall ist Schimmel und Schmutz. Hat Onkel Edgar jemals Zauber gemacht? Ich glaube nicht. Ach, du heilige Scheiße. Okay, jetzt weiß ich, was seine dunkle Phase ist. Was zum Henker? Warum leuchtet das so grün? Kann ich bitte Licht machen? Ich bin jetzt schon wieder... Natürlich funktioniert es nicht. Die Schublade ist verschlossen. Was ist denn das? Was ist mit diesem Spiegel passiert? Das ist echt ein Spiegel. Das ist aber sehr strange. Mal abgesehen davon, dass ich nach wie vor hier, dass wir Besuch haben und ich erstmal die an. Oh, da ist. Oh, was ist heute hier? Eine Seite aus Edgars Tagebuch. Nach vielen Jahren kehrte ich schließlich in das alte Familienheim zurück. Leider musste ich bei meiner Ankunft feststellen, dass nichts mehr vom Haus übrig war. Alles war zu einem traurigen Trümmerhaufen zerfallen. Unter all den Trümmern fand ich jedoch diese seltsame Truhe. Obwohl sie eindeutig sehr alt war, war sie gut erhalten. Exquisit gefertigt aus edlem Holz und mit seltsamen geometrischen Symbolen verziert, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Anfangs bemerkte ich es nicht, aber als ich klein war, war ich gewohnt, alle möglichen bizarren Gegenstände im Haus zu sehen, die mein Vater auf seinen unzähligen Reisen entdeckt hatte. Die Truhe jedoch hatte etwas Unheimliches und Mysteriöses an sich, und so beschloss ich, sie aus den Trümmern zu holen und zu versuchen, sie zu öffnen. Ich hoffe, dass das Schreiben dieses Tagebuchs mir hilft, meinen Schock bei meiner Entdeckung zu überwinden. Denn was ich in dieser schrecklichen Truhe gefunden habe, konnte nicht zu dieser Welt gehören. Ja, und was hast du denn jetzt gefunden? Jetzt sag denn... Dann hört er auf. Jetzt, wenn es spannend wird. Warte mal, hä? Was? War hier noch was?
Ich kann aber auch nicht umblättern. Okay. Ich habe keine Lust, da reinzugehen. Wir werden gleich. Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Wir machen mal einen kleinen Cliffhanger. Wenn wir wissen wollen, was da drin ist. Wir machen jetzt ein kleines Folgenbäuschen. Das sehen wir in der nächsten Folge. Und ich habe noch Zeit zu überbrücken und da nicht rein zu wissen. Wir sehen uns bis dann. Tschüss.